Heute für euch 10 illegale Jobs, bei denen man das große Geld machen kann. Liebe Kinder, auf keinen Fall nachmachen. Los geht's! Nummer 10. Profi-Hacker. Im Zeitalter des Internets eröffnet einem das Hacken wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ein berühmtes Beispiel ist eine Gruppe von russischen Hackern, die über 8 Millionen Euro stahlen, indem sie Kreditkarten fälschten und ihr Limit anhoben. So konnten sie an hunderten Geldautomaten massig Kohle abheben, ohne besonders aufzufallen. Eine weitere Möglichkeit ist es, Seiten großer Unternehmen zu hacken und sie damit zu erpressen. Facebook hat sich für solche Fälle was ganz Besonderes ausgedacht. Findet einen Bug, durch den er sich in das System einhacken kann, bezahlt ihm Facebook $10.000 als Belohnung. Als Computerfreak kann man also nicht nur illegal Geld verdienen. Und die Nummer 9, Drogenboss. Klar ist dieser Job nicht gerade ungefährlich und man macht sich sicherlich ein paar Feinde. Aber wenn der Rubel richtig rollt, kann man wahrscheinlich davon leben. Nicht nur in Filmen, sondern auch im echten Leben gab es bereits zahlreich coole Typen, die sich mit Pülverchen eine goldene Nase geschnieft haben. Der kolumbianische Drogenhändler Pablo Escobar soll monatlich über 2200 Euro allein für Geldscheinbanderolen ausgegeben haben, um seine Unmengen an Geld zusammenzuhalten. Es gibt definitiv schlechtere Investitionen. Und die Nummer 8, Ticketverkauf. In Zeiten von eBay wird der illegale Handel mit Eintrittskarten immer beliebter. Das Prinzip ist denkbar einfach. Man ergattere ein seltenes Ticket, sei es für ein Konzert, Fußballspiel oder sonstiges, und verkaufe es dann für ein Vielfaches. Dies lässt sich leicht im Internet oder sogar auf der Straße realisieren. Um ihre Stars live zu erleben, würden viele ein Vermögen bezahlen. Zu solchen Events wie der Fußball-WM oder Welttourneen boomt das Geschäft besonders. Und die Nummer 7, Betrug. Es gibt diverse Arten zu betrügen. Die wohl am meisten verbreitete Methode ist der Aktienbetrug. Investoren wittern das große Geld und bekommen rein gar nichts. Diese Masche zieht schon seit Jahrzehnten und wird wohl immer funktionieren. Man braucht nur ein Gespür für geldgierige Menschen und ein wenig Überzeugungskraft und schon liegt das Geld auf dem eigenen Konto. Zappeln die Kunden schon lange am Haken, wird meist etwas Geld ausgeschüttet, um den Gewinn zu simulieren. Von dem Erfolg überwältigt, investieren die meisten nur noch mehr Geld, mit dem du dich irgendwann auf den Philippinen absetzen kannst. Und die Nummer 6, Unterschlagung. Unterschlagungen passieren tagtäglich, oft sogar ohne, dass der Geschädigte irgendwas davon merkt. Und genau hierin liegt der Clou. Unterschlägt man immer nur kleinste Beträge an verschiedenen Stellen, ist die Chance relativ gering, erwischt zu werden. Besonders unauffällig ist man außerdem, wenn man nicht mit seinem ergaunerten Reichtum um sich schlägt und einen ganz normalen Job ausführt. Am besten lässt man die eigene Arbeitsstelle außen vor, damit kein Verdacht geschöpft wird. So kann man sich langsam aber sicher zum Reichtum mausern. Und da sind wir auch schon bei der Hälfte Nummer 5. Illegaler Tierhandel. Es muss ja nicht unbedingt direkt mit Tigern, Gorillas oder ähnlichem Getier zu tun haben. Schon der illegale Verkauf von süßen Welpen kann großes Geld einbringen. Zumal die Sorte von Mensch für kleines Geld ein Haustier haben möchte, niemals aussterben wird. Wer den ganz großen Fisch angeln will, hat die Möglichkeit, auf exotische Tiere umzusteigen, die allerdings auch mehr Risiko bergen, da sie bei einer Überführung auch besonders auffallen. Also vielleicht erstmal mit einem Chihuahua anfangen, wenn er nicht so süß wäre, dass man ihn selbst behalten möchte. Nummer 4. Schmuggel hat viele Gesichter. Und während die meisten mit diesem Wort wahrscheinlich Drogen assoziieren, so gibt es momentan eine viel beliebtere Art des Schmuggelns. Durch aktuelle Geschehnisse, vor allem in Syrien, machen sich die Schmuggler die Not der Menschen zunutze und verkaufen sogenannte Starter-Packs. Diese beinhalten gefälschte Pässe, Einreisedokumente und sogar Flugtickets. Für die meisten Flüchtlinge ein hoffnungsvoller Weg aus der Misere, die sie meistens ihr letztes Geld kosten. Nächstenliebe sieht aber anders aus. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. Neben Essen wird der Handel mit Waffen immer das Bedürfnis der Menschheit befriedigen. Warum also nicht davon profitieren? Zu den Abnehmern zählen neben Kriminellen aller Art sogar das Militär und die Polizei. In einigen Ländern gibt es korrupte Cops häufiger als man denkt. Und diese rüsten sich nicht nur beruflich, sondern auch privat gerne aus. In Amerika und in südlichen Ländern ist es auch für Privatmenschen normal, mindestens eine Schusswaffe zu Hause zu haben. Na, wenn das mal keine Goldgrube ist. Und die Nummer 2, Fälschungen. Nicht nur das Produzieren von Blüten, also Falschgeld, ist in Amerika besonders verbreitet, auch Produktfälschungen sind immer noch sehr beliebt. Wer aber nichts mit dem Zoll oder ähnlichem zu tun haben möchte, kann sich weiterhin auf Geldfälschung konzentrieren. Der US-Dollar soll der am meisten gefälschte Geldschein überhaupt sein. Kleinvieh macht halt auch Mist. Und während der Euro immer wieder neu aufgelegt wird, um Fälschungen schwieriger zu machen, so bleibt der Dollar weiterhin recht leicht zu kopieren. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und den Zuhältern.
Ein paar knackige Mädels um sich zu scharen und dabei noch Geld zu verdienen, klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wer sich als Zuhälter versuchen will, sollte sein Geschäft in einer gut besuchten Stadt am besten mit gutem Tourismus aufziehen. Außerdem sollte man sich ein wenig Respekt verschaffen. Der Job ist also nichts für kleine Nerds. Mit dem Handel von sexuellen Gefälligkeiten kann man sich eine gute Stange Geld verdienen und muss sich dabei noch nicht mal selbst anbieten. Entweder man beschafft sich eigene Mädels für den Straßenstrich oder man eröffnet einen Sexclub. Letzteres bewirkt sich sogar in einer rechtlichen Grauzone. Das Ganze hier ist natürlich rein fiktiv und nicht ernst gemeint, Leute. Alle genannten Jobs sind natürlich illegal und sollten nicht auf eurer Wunschliste stehen. Das war's für heute. Passt auf euch auf und macht natürlich nichts der letzten 10 genannten Jobs. Und wir sehen uns morgen. Peace.